Moin und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Ark Survival Evolved. In dieser tollen und lustigen Folge möchte ich einen Partner für meinen männlichen Spinosaurus zähmen, also beziehungsweise eine Partnerin in dem Fall. Er ist ja nicht irgendwie vom anderen Ufer oder so. Nee. Eine Partnerin möchte ich ihm zähmen, und zwar eine High-Level-Partnerin. Und ich habe ja einiges an Argentavis-Eiern im Kühlschrank. Jetzt brauche ich nur noch im Prinzip diese Mecho-Berries und dann kann ich mir da mal ein paar Kibbles machen. Mal gucken, wie viele Kibbles wir machen können für ein Spino. Hier schmitzt noch ein bisschen Eisen ein, da war ich gerade noch ein bisschen was holen. Und ja, schauen wir mal, wir haben, wie viele Argentavis-Eier? 25, nice. Das heißt, ich kann 25 Kibbles machen, dann tun wir das doch mal. Also, wir brauchen Prime Meat Jerky, Zitronen, also Fibers, genau, die haben wir ja sowieso, und Mecho Berries, genau. Dann brauchen wir noch Zitronen, Argentavis-Eier, Zitronen, genau. Ich bin überladen. Warum? Hä? Sind das die Eier? Ich glaube schon. Muss mal weniger Eier ins Inventar nehmen. Ich habe zu viel Eier. Okay, so. Genau, den Rest hier, den haben wir schon drin. Nehmen wir mal die Flaschen raus. Füllen die gleich mal auf. So. Dann muss ich jetzt quasi immer hier stehen und immer wieder Flaschen nachfüllen. Ist da jetzt alles drin? Hä, habe ich nicht gerade das Prime Meat Jerky noch rausgenommen? Wo ist denn das jetzt hin? Prime Meat Jerky. Das muss doch da auch mit rein. Mir war so, als hätte ich das mit rausgenommen, aber wahrscheinlich hat das nicht geklappt, weil ich zu dem Zeitpunkt schon überfüllt war. Ja, kommt, wir machen hier, wir machen alles jetzt zu Kibbles. 12 Eier. Rinder mit. 25 Kibbles, genau. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, während das hier gleich durchdengelt. Erstmal muss ich die nächste Flasche wieder voll machen, die leer wird. Dann muss ich nämlich mal ganz kurz gucken, weil in dem einen Futtertrog, da waren keine Beeren mehr drin. Da muss ich mich mal gerade drum kümmern. Muss mal was nachlegen, glaube ich. So, genau, alles klar. Schauen wir mal schnell rein. Zur Not muss ich Beeren aus dem anderen Futtertrog rausholen. Ich schaue mal erstmal in diesen Futtertrog hier, ob da noch Beeren drin sind. Ah ja, guck mal, hier sind reichlich Beeren drin. Wunderbar, dann nehmen wir doch die gleich. So, und dann packe ich die nämlich nebenan rein in den Futtertrog. So viel Zeit muss sein. Nein, Biberschwanz im Weg. So. Los geht's. Bam. Ja, jetzt können nämlich die Tiere auch wieder fressen. Also die Pflanzenfresser. Hier stehen nämlich einige Pflanzenfresser. Deshalb sind hier die Beeren schneller weg gewesen als alles andere. So, wie sieht's mit dem Feuer aus? Huch, falsch. Ah ja, das Eisen ist durchgeschmolzen, das Holz lasse ich jetzt verbrennen. Da kann ich auch wieder Spark Powder, beziehungsweise hier Gunpowder machen. So, die Flaschen sind wahrscheinlich jetzt beide leer, jawohl. Genau, wieder nachfüllen. Oh, mein Wasser ist wieder alle oben, mein Wassertank. Naja gut, ich kann noch meine Kantine mit reinlegen. So, alle Wasserflaschen, die jetzt leer sind, muss ich schon im Gewächshaus nachfüllen. Jetzt könnte es mal wieder regnen hier. Es ist doch nicht so, als wenn jetzt Sommer wäre oder so. Es müsste doch eigentlich jetzt noch Frühling, ja? Frühling, da regnet es doch eigentlich häufig. Wo ist der Regen? Wo ist der Regen? Wir brauchen Regen, ganz dringend. Wir brauchen Regen, Regen. So, die Flasche muss ich jetzt nämlich auffüllen im Gewächshaus. Gott, jetzt muss ich die ganze Zeit hin und her rennen. Diese eine Flasche, die ich da nachgefüllt habe, die war nicht mehr voll. Guckt mal, hier fließt auch kein Wasser mehr. Das heißt, meine Tanks oben auf dem Dach, die sind leer. Aber hier müsste eigentlich noch Wasser drin sein. Im Gewächshaus, in den Gewächshaustanks. Jetzt muss ich immer hin und her rennen, na toll. Ich weiß gar nicht, wie viel Wasser wird eigentlich jedes Mal abgezapft, wenn ich so eine Flasche auffülle. Sind das jedes Mal 50 Einheiten? Dann ist so ein 500-Einheiten-Tank natürlich nach 5-mal Wasserflasche auffüllen schon leer, ne? So, das wäre dann natürlich... Obwohl, nee, Quatsch. Nach 50-mal auffüllen. Ne, Moment, 500 Einheiten? 50 mal 10, ja. 10-mal. 10-mal! 10-mal!
So rum. Nach 10 Mal auffüllen wäre dann schon der. Was ich ein bisschen ein Problem habe, der Kackekäfer wandelt in letzter Zeit keine Kacke mehr um. Irgendwas ist da wieder komisch. Im Schneebiom hat das gemacht und hier macht das wieder nicht. Der wandelt schon seit Ewigkeiten nichts mehr um. Ich weiß nicht, was da los ist. Seit der hier ist, wandelt der nichts mehr um. Ich glaube, der mag diese Gegend hier nicht. Der will wieder zurück ins Kalte. Das kleine Schweinchen macht Arbeitsverweigerung. Das gibt's ja nicht. Na toll, ey. Jetzt habe ich das Problem. Ich renne ja die ganze Zeit hin und her, verbrauche voll viel Wasser und muss selber trinken. Und irgendwann ist dann kein Wasser mehr da. Ich wollte gerade sagen, wo ist jetzt die Flasche hin? So. Oh nein, die Wassertanks sind auch leer. Ah! Oh bitte, lass es regnen. Oh großer Gott des Regens, lass es regnen. Lass es Wasser regnen, bitte, bitte. Na klasse, guckt euch das an, leere Flaschen. Aber wir haben 9 Kibbles dann immerhin schon gemacht. Das ist gar nicht mal so wenig. Das kann sich sehen lassen. Warten wir noch kurz ab, bis das 9. Kibbel fertig ist. Dann nehme ich alle Zutaten raus. Na los. Komm schon. Es dauert immer so 30 Sekunden, bis ein Kibbel fertig ist. Das heißt, es müsste genau jetzt fertig sein. Das habe ich mir doch gedacht. So. Wieso bin ich schon wieder encumbered? Nur wegen dem Eiern oder was? Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Thron. Kibbelst du dich mal auch noch kurz im Kühlschrank? Genau. So. Jetzt muss ich irgendwie Wasser finden. Ich könnte ja Beeren essen. Jetzt habe ich mein ganzes Wasser verbraucht. Für 9 Kibbels. Das ist schon ein bisschen hart. Wer hätte gedacht, dass Kibbels so viel Wasser verbrauchen. Das Problem ist halt, ich kann mir hier nach oben keine Wasserleitung legen. Ja, die Wasserquellen sind hier ganz weit weg. Ich kann hier nur Wasser bekommen, indem ich es auffange mit Wassertanks. Das ist leider der Haken an dieser Location. Das heißt, hier gibt es nicht unbegrenzt Wasser. Hier muss man sparsam sein mit Wasser, ja? Oder ich sollte einfach noch einen zweiten Tank oben drauf setzen. Das könnte ich natürlich machen. Habe ich dafür genug Ressourcen, ist die Frage. Structures. Metal. Ach ja, stimmt. Den muss ich ja freischalten. Wahrscheinlich kann ich den wieder erst freischalten, wenn ich den Steintank freischalte, ne? Das ist doch immer so. Es baut doch alles aufs andere auf. Hier. Ja, das normale Wasserreservoir muss ich vorher freischalten. Wo ist es? Da. Nee, Gottes Willen, das ist die Refining Forge. Hier. So. Da. Und schon habe ich nur noch 270 Engram Points. Pipes, Metal. Cementing Based. Da hatte ich doch noch was hier. Aber nicht genug. Shit. Ach. Es fehlt immer irgendwas. Irgendwas fehlt immer. Okay, da muss der Plan jetzt auch erstmal warten. Ich würde sagen, ich nehme mir schon mal meine Betäubungsausrüstung raus. Hier, mein Gewehr. Und die Betäubungsdarts. Darts. Genau. Den Pfeil brauchen wir nicht. Das Fell brauchen wir auch nicht. Die Dinger brauchen wir eigentlich auch nicht. Können wir auch wegpacken. So. Genau, und die Narcotics kann ich mir eigentlich hier schon rausnehmen. Und ich werde das Ganze natürlich wieder vom Ketzal aus machen. Warum mache ich das vom Ketzal aus? Einfach, weil ich da schneller bin. Ich muss ja ein bisschen eine Weile rumfliegen und muss erstmal so ein High-Level-Spino finden, weiblich. Ja, das dauert ja eine Weile. Und bis ich den gefunden habe, ja, ich kann halt mit dem Ketzal schneller rumfliegen. Bronto wäre zu langsam, Giganotto ist ein bisschen overpowered für diese Aufgabe, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja, auf dem Ketzal. So, Kibbels mitnehmen.
Da machen wir jetzt keine weiteren Kibbles, würde ich sagen. 9 Kibbles müssen eigentlich reichen. Die müssen reichen. So. Genau. Und der Rest ist halt dann Prime Meat. So. Dann wollen wir mal suchen. Wer sucht, der findet. Uah. Affe im Ketz. Wie sieht's denn aus, Ketz? Was hast denn du eigentlich noch? Oh, du hast ja gar nichts mehr. Du hast ja gar nichts mehr zu essen. Da müssen wir mal was tun jetzt erstmal. Da müssen wir erstmal was futtern. Und es wird gerade hell. Das ist auch sehr gut. Endlich habe ich es mal so getimt, dass ich losfliege, wenn es gerade hell wird und nicht, wenn es gerade dunkel wird. Ah ja, hier unten ist doch schon wieder Action. Guckt mal, da fliegen sie doch schon wieder durch die Gegend. Das ist schön. Und da läuft ein kleiner Affe in Panik. Kleiner Affe, lauf nicht in mich rein. Nein, kleiner Affe, renn weg. Nein, kleiner Affe. Oh nein, das ist der Level 96er Affe gewesen, den ich in der letzten Folge gesehen habe, glaube ich. Er ist bis hierhin gerannt, ist bis hierhin geflohen. Konnte sich retten und dann ist er in meinen Schnabel reingeflogen. Was für eine Dramatik. Und ich wollte das gar nicht. Ich wollte ihn nicht töten, er ist in mich reingelaufen. So, ich hoffe, ich finde gleich einen Spino. Nicht, dass ich hier wieder 3 Jahre suchen muss, bis ich einen finde. Mal schauen. Die sind ja sonst normalerweise immer hier im Fluss. Also reichlich. Ansonsten um den Vulkan rum, in dem Fluss, da spawnen auch noch ein paar. Das Schwierige ist ja nicht, einen zu finden, ja. Das Schwierige ist ja, einen zu finden, der ein hohes Level hat. Das ist ja immer das Schwierige. Und einen, der weiblich ist. Das heißt, es müssen 2 Faktoren zutreffen. Und je mehr Faktoren zutreffen müssen, desto schwieriger wird es, das richtige Exemplar zu finden. Das ist genau das Gleiche, oder wenn man jetzt zum Beispiel noch eine schöne Farbe jetzt haben möchte. Ja, wenn ich jetzt noch zusätzlich hohen Level, weiblich und schöne Farbe, dann wird es richtig schwer. Wenn nicht sogar fast unmöglich. Dann kann man ein paar Stunden suchen auf jeden Fall, bis man da das richtige Exemplar gefunden hat. Mir stirbt gerade irgendwie so ein bisschen auch meine Stimme weg. Ich weiß nicht, woran das gerade liegt. Ich habe irgendwie gerade einen Frosch im Hals. Verdammt! Warum hat man immer dann einen Frosch im Hals, wenn man aufnimmt? Was soll denn das? Schweinerei. So. Sag mal, normalerweise, ja, ich fliege hier sonst immer rüber über diesen See, beziehungsweise über diesen Fluss. Und da gibt sich ein Spino nach dem anderen die Klinke in die Hand. Und jetzt, was ist jetzt? Jetzt ist wieder nichts da. Nur dieser eine Spino, der wahrscheinlich gleich tot ist. Obwohl, naja, gut. Ich raste aus! Der ist Level 96 und weiblich! Ich geh kaputt! Ich geh kaputt! Ich geh kaputt! Das ist ja der Knaller. Und er verbuggt sich auch noch am Stein. Warte, komm. Hallo, kleiner Spino. Komm schon, komm zu mir. Hier. Ja, komm zu Papa. Nein, greif nichts an. Gott. Hör auf, die Tiere anzugreifen. Nein, lass den Stego in Ruhe. Lässt du den in Ruhe? Du dummes Ding. Ja, dann... töte ihn halt. Sehr gut. Und ich betäube dich einfach. Während du frisst. Auch schön. Ja, stell dich unter mich, komm. Jawohl. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habe ich jetzt die Kibbles eigentlich eingesteckt? Ja, gut. Alles klar. 1, 2, 3. Ach, scheiße, das sind sowieso schon 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich gucke mich immer so ein bisschen um, ob irgendwas Gefährliches noch hier rumlungert, was mich vielleicht dann, was dann vielleicht... Hä? Wo ist er? Da! Komm doch her! Willst du wegrennen oder willst du... Guck mal, er tanzt für mich. Na, kommst du nicht hoch? Kommst du nicht hoch?
Ne 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 ne. Bam! In den Kopf. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aha! Huch, scheiße, sorry, Cats. Wollte ich nicht. Bleib hier, du dickes Gerät. Jetzt will er abhauen, glaube ich. Das heißt, die Torpor müsste schon ziemlich hoch sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aber schön, wie ich den Cats hier mit dem Pfeil in den Hals versorgt habe. Nicht schlecht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alter, wie viel hält der aus? Ja gut, er ist Level 96, ne? Er muss ja auch was aushalten. Das ist ja sein Job. Schön grün ist er auch. Aha! Aha, aha, aha. Komm, schlaf. Haha, oder verpack dich, genau. Schön. Schön, schön, schön. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hä? Gar nicht gesehen, dass ich getroffen habe. Da denn los? Aha! Okay, den letzten Fall, den hätte ich mir jetzt echt noch schenken können. Ja, da fällt noch die Palme um. Nice. So. Dann gucken wir mal. Schön, wie er mit dem Kopf im Stein steckt. Legen wir mal das Zeug rein, genau. So, du hast ja eine Weile. Dann besorgen wir uns gleich mal ein bisschen Prime Meat. Hier von den Stegos. Alter, die haben auch gut kassiert. Hier, guckt euch das mal an. Ja, komm. Level 80. Komm, gib mir Prime, gib mir Prime, gib mir Prime, gib mir Prime, gib mir Prime. Hör auf zu tanzen. Macht der Breakdance hier. Der Sack. So, den Stego machen wir uns, holen wir uns auch noch hier. Den snacken wir einfach weg. Ach, jetzt habe ich den Pachi getroffen. Shit. Gib mir Prime. Jawoll. Oh, jetzt kommen hier zwei Pachis an. Komm, geht mal weg, ihr hässlichen Viecher. Ihr Ziegen, ihr Arg-Ziegen. Ha, 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 ha. So. Haben wir das erledigt. Fleisch. Prime Meat. So. Das stopfen wir gleich rein in den Spino. So, der Hungerwert, der braucht eine Weile, bis er gefallen ist. Entsprechend. Alter, das dauert ja bestimmt ewig wieder. Level 96. Wisst ihr, was das für ein Übervieh wird? Der Hammer, der hat jetzt schon 170% Melee-Damage. Das heißt, wenn er gezähmt ist, könnte die Wahrscheinlichkeit groß sein, dass er vielleicht sogar schon 300% hat. Knapp. Knapp 300%. Das wäre nice. Das wäre richtig gut. Taming. Ein Gallimimus, aber die machen ja nichts. Ich überlege gerade, ist hier in der Nähe irgendwo ein Paraceratherium, das man mal töten kann? Da hinten wäre noch ein Stego. Was ist denn hier um die Ecke?
Da links ist nichts so Interessantes. Hier rechts auch. Na doch, da ist der Sumpf. Da kriegt man eigentlich immer gut Prime Meat. Jetzt die Frage, kann ich den hier alleine lassen? Da drüben ist eine Keule, guckt mal. Oh, welches Level hatten die? Wartet mal. Will ich auch mal gucken. Du hast Level 12. Langweilig. Aber ich würde sagen, an der Stelle ist jetzt erstmal die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Ark Survival Evolved. Und dann schauen wir mal, wie weit wir mit dem Spino gekommen sind, mit den Kibbles, die er jetzt drin hat. Bis zur nächsten Folge Ark Survival Evolved. Bis dann, ciao, ciao.